Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Inferno Rot. Leute, ich habe mich noch nicht entschieden. Oh, Mitnahme, geil. Was hat er? Kiwanbeere. Ich habe mich nicht entschieden, ob ich Brammen jetzt im Team lasse. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil der Typ Boden ist ja wohl cool, aber der lernt keine coolen Attacken. Aber naja. Mal schauen. Dann werde ich jetzt mal Bram an den Anfang setzen. Und mal gucken, was wir hier für Trainer haben. Oder was die für Pokes haben. Ein Knilz. 23, okay, da sollten wir mal schnell weg. Funk. Hilf dem Brammen. Okay, oh, Giftstachel. Zack. Sparen uns mal den Biss, denn das bringt eh nix. Ja, ja, super. Menjo. Fängt gut an. Ham. Ja, komm. Muss ich jetzt mal drauf gehen. Nice. Tanzer. Tanzer, Tanzer. Schnell wieder in den Brammen rein. Das Ding kann boomen, oder? Palki. Hehe, Fail. Metallklaue. Witzig. Verfolgung vielleicht noch. Ach ja, ist gut. Bibor, Bibo, Bibo, Bibor. Puh, die Level gehen eigentlich noch. Die sind jetzt nicht wirklich relativ hoch. Was ich mir Sorgen machen müsste. Bin ja mal gespannt. Ja, du und dein Furienschlag. Juhu! Also der war jetzt noch nicht so stark. Gleich der nächste. Mundtier. 29. Ja, jetzt ziehen sie an. Ein Mundtier, ein Mundtier. Der hilft Palki. Ja, verursach du mal eine Aufruhr. Teilklaue. Oh, da ist nicht so viel. Bodycheck. Bodycheck! Oh, Palki, jetzt hau doch mal rein, Mensch! Ja, dann gib mir eine Zugabe, wenn du das willst. Oh, na klar. Mein Gott, ein Mund hier nervt aber schon. Nichtsdestotrotz besiegt und Bram Level 19. So, Bram kommt mal nach hinten und fangt nach vorne. Wen haben wir hier? Wiesenior. Aha. Da geht aber noch. 24 geht, das könnte. Komm, Funk, das wirst du wohl schaffen. Aber Kratzfurie ist nervig. Hält aber aus, gut. Ja, ich habe jetzt keine Lust, dass eins drauf geht. Ich habe nämlich keinen Bock, nach Azuria City zurückzulaufen und zu heilen. Und deshalb habe ich mal geswitcht auf Palki. Noctusca, Noctusca. Tja. Ja. Ne, wechsel mal nicht. Aha. Bodycheck. Hehe. Metal Claw. Jawohl, da ist die auch weg. Jetzt haben wir mal ein bisschen. Hab ich noch normale Tränke? Ah, ja.
baller ich erstmal die auf, denn für die normalen Tränke wechseln kann ich mich auch auf die andere, auf die Supertränke konzentrieren. Hm, ups, geh mal nach oben. Und einen für Pikey. Ö mit Ö. Fang da vorne bleiben. Holen uns mal den hier. Ne, ich bin kein Trainer. Mich hast du noch nie gesehen. Tauburga und Ibitek. Gut. Gehen wir mal auf Tauburga. Ja, meinen Angriff senken. Das ist natürlich gar nicht so fein. Schön. Und Funk Level 28. Geile Sache. Kreideschrei. Für den Silberblick ist wohl in Ordnung. Oh, nice. Und Pikey erreicht auch ein Level 33. Cool. Biss. Und nochmal Konfusion. Gleich nochmal. Next. Immer her damit. Immer her mit den Trainern. Ein Schlurp. Cool. Ein Schlurp. Kreideschrei. Nochmal. Ach Mann. Natürlich. Bist. Komm, Funk. Oh, Funk, was los? Nein. Komm, Funk. Funk, nicht... Oh, toll, Funk ist gleich tot. Schreckst du mal zurück, du blödes Schlurp. Boah, epic fight. Jawohl. Ah, geschafft. X-Bud, na da haben wir doch Regi. Regi, mach ihn fertig. Funkensprung, wie gemein. Oh, Regi ist mal wieder too confused. Das ist nicht gut. Ah, Regi hat sich gefangen. Und jetzt. Zah, da ist X-Bud weg. Kramurks. So, da lassen wir doch auch mal Regi drin. Und Regi ist schneller und Kramurks ist down. Leute, ich muss ehrlich sagen, der Hack gefällt mir von Minute zu Minute immer. Ich finde ihn richtig toll. Ich schwärme richtig davon. Merke ich. Und ich freue mich auch hier auf jede Aufnahme. Ups, jetzt habe ich nicht an Funk gedacht. Aber Funk wird sich noch halten. Büsch. Bodycheck. Sehr schön. Ja, ah ne, Neutral-Torso wird ja aktiv. Juhu! Und auch das haben wir geschafft. Coole Sache. Und jetzt können wir doch an zwei neuen Orten gucken, wo es Pokes gibt. Ich könnte auch angeln, warte mal, kriege ich mit der Angel hier eigentlich auch nur... Carpador! Oder kriege ich hier was anderes? Ich angel mal ein bisschen. Let's angel. Ups, angel auf Select. Geht's schneller. Nicht mal ein kleiner Krebs. Noch ein Carpador. Na gut. Nicht das Gelbe vom Ei. Ist noch was anderes hier? Nee, auch nur ein Carpador. Och Mann. Dann gehe ich mal oben da von Orania City einmal angeln. Wir haben zwar schon ein Lanturn, was wohl cool ist, aber ich hätte gerne mal gucken, was es hier so gibt. Carpador. Klappt wohl nicht. Also hier gibt es wahrscheinlich nichts anderes. Schade. Aber egal. Auf die Arena bin ich auch gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir hier die Dicta-Höhle.
und die neue Route. Ich werde erstmal in die Höhle gehen. Ich bin gespannt, was hier rumläuft. Regi macht... Oh. Und Bram hat wieder was aufgehoben. Piersifbeere. Danke, Brammen. Puh, dick das Höhle. Und bevor wir wieder in jede andere Höhle gehen... Ein kleiner Safe State. Safe State. So, und jetzt komm hier. Nicht nur dick das. Richtig cooles, was richtig cooles, was richtig cooles. Nice, ein Knackleon. Das ist cool. Okay. Noch ein Knackleon. Als Boden wir hätten da aber schon. Aber Knackleon ist auch vom Typ Drache. Ja. Nicht zu verachten. Aber nee. Nein. Und ein schrumpeliges Dick da. Quapsel. Okay. Funkensprung! Boah, Regi muss sich abreagieren. Und er hat ihn erledigt. Boah, ein Kurtel. Geil. Will ich aber nicht haben. Kommt schon, hier wird doch was richtig Geiles rumlaufen. Oh, ein Flurmel. Wie süß. Wollen wir nicht haben. La 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 la. Komm schon. Sieht leider nicht so aus, als dass hier was richtig Geiles rumläuft, was ich haben möchte. Ich sollte es offscreen machen, dann taucht auch, wie schon im Mondberg, ein Rihorn unten. Slimer auf und die wollte ich ja eigentlich auch haben. Nee. Aber ich hätte nichts gegen ein... Nee, ne Macholo nicht. Läuft hier kein Rihorn rum? Komm schon. Ein Stolrak wäre auch geil. Na, da müssen wir wahrscheinlich wieder raus. Mal gucken, was es auf der anderen Route gibt, auf Route 11. Ja, wir gehen mal auf Route 11. Schauen, was da so auf mich zukommt. Tschüss, Opi. Erstmal nehmen wir uns das Ei Aufwecker. Komm hier, jetzt aber. Nebulak. Mhm, nicht schlecht. Fängt gut an. Bessere. Geil, ein Rabautz. Das ist cool. Das ist cool. Ein Kampftyp. Muss ich mir noch überlegen. Bautz. Ja, ich bin ja am überlegen. Kann dann zu... Ui, wilde Sandama. Kann dann zu... Kekli, Nocchan oder Capoeira werden, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Nidorino... Ich warte ja immer noch auf dieses, auf irgendwas ganz, ganz Besonderes, was oberselten ist und was, wo ich sofort sage, wow, das fehlt mir, das muss ins Team. So ein richtig cooles Feuer-Pokémon wäre geil. Oh, oder Ninjask, oh wie geil. Ninjask wollte ich schon öfters mal trainieren. Ich hab's nie gemacht. Weil der kann so schöne Attacken. Also Schwerttanz, Temposchub natürlich auch. Ryu, komm mal rein, du wirst noch für was nützlich sein. Nachtnebel. Er macht ja nicht viel Damage, aber... Mit Temposchub und sowas ist echt... Ist das Ding echt cool. Ich versuche mal eins zu fangen. Jawoll! Ich habe auch schon einen guten. Ich habe auch schon einen Namen. Ja, den nennen wir so. Neo Sun! Ich schreibe LP noch hinten dran. So. Jetzt habe ich auch seinen ganzen Neo Sun LPM. Das M setze ich jetzt mal für
unseren lieben Markus einen weiteren richtig geilen LPR.